Für unser heutiges Rezept benötigen wir folgende Zutaten: 4 Laugenbrötchen mit Salz bestreut, 7 Weißwürste, 250 Gramm Sauerkraut, das haben wir vorher abtropfen lassen, eine halbe Gemüsezwiebel fein gewürfelt, etwas frische Petersilie, eine halbe Tasse süßer Senf und 100 ml Gemüsefond. Die Laugenbrötchen wandern jetzt für 12 bis 15 Minuten bei 170 Grad in den Backofen. Unsere Weißwürstchen, die wandern jetzt in heißes Salzwasser, es darf nicht kochen. Und da bleiben die dann für 10 Minuten drin und dürfen ziehen. Während unsere Weißwürste ziehen und die Brötchen im Backofen gebacken werden, haben wir hier unseren Topf vorbereitet für unser Sauerkraut. Da gebe ich jetzt ein gutes Stück Butter rein. Sobald die Butter geschmolzen ist, geben wir unsere Zwiebeln dazu und schwitzen diese an. Dann geben wir das Sauerkraut dazu und schwitzen es ebenfalls an. Nach dem Anschwitzen geben wir noch den Gemüsefond dazu. Und lassen den dann einreduzieren. Wenn die Flüssigkeit weg ist, geben wir noch ein bisschen frische Petersilie dazu und verrühren es. Sobald unsere Brötchen, das Sauerkraut und die Würstchen fertig sind, holen wir die Brötchen aus dem Backofen raus und dann schneiden wir die auf. Auf die untere Brötchenhälfte geben wir jetzt den süßen Senf. Verteilen ihn so ein bisschen. Unsere Weißwürstchen haben wir jetzt so aufgeschnitten und dann legen wir die hier so drauf, geben einen Löffel Sauerkraut da oben drauf auf die Würstchen, etwas frische Petersilie und nun das obere Brötchen.